Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind heute beim German Redneck Race Weekend. So heißt es. Wunderschöner Name, oder? Wir sind hier auf der Twin S Ranch, irgendwo, ich glaube Weimar, im Osten. Und guck mal, da ist eine geile Aussicht und ist die Camping Area. Direkt daneben ist die Rennstrecke. Da findet das Rennen nachher statt. Qualifying, Training, Rennen, wie auch immer. Dahinter ist die Eventhalle. Da ist unser Stand. Zusammen mit German Rednecks, zusammen mit Kopfgetriebeöl. Zusammen mit Sunny und Max und ich weiß nicht, wer es ist, aber es sind viele, die Familie. Es ist sehr, sehr geil. Sonnenbrille deshalb, weil, na, geht gar nicht ohne. Longi ist auch am Start. Annie, hier druckst drauf, Thorsten. Ach, sind alle da. Es ist sehr, sehr geil. So, NASCAR-Event nochmal ein Top oben drauf. Nur eben mit Rasenmähern. Und André Wiegold ist da, macht Moderation. Die haben alle sehr, sehr viel Spaß hier. Habt ihr Spaß? Ja! Heute Abend ist Abendprogramm mit Party und allem drum und dran. Sehr geil. Ja, und nochmal danke, Annie, für diesen wunderschönen Becher. Der ist einfach Gold wert. Zu meiner Linken, Geis, der technische Leiter der ganzen Sache. Und rechts zu mir die Lehrer, Felix. Meine Wenigkeit. Zwei unser Lader hat einfach 110 Euro bei AliExpress gekostet. Ja, Junge, sein Abschied. Funktioniert der Lader? Ja. Er läuft, er dreht, er dreht. Das ist so geil, das ist jetzt gerade so Training vom Rasenmäherrennen. 10, 15 von den Dingern hier rum. Das wird sehr, sehr lustig. Die Jungs cheaten so ein bisschen. Die haben auch einen Rasenmäher hier und üben schon mal bequatscht die Strecke einfach. Jetzt sitzen beide. Die klappen sich an den Schrott. Sehr, sehr sympathisch. Doch, das wird hier lustig morgen. Ich glaube, der braucht noch einen Eskalatschrott, oder? Guten Morgen! Wunderschönen Bonjour! Hallo! Ach komm, du magst das irgendwie, oder? Ich quäl so was! Die waren auch scharf! Wo ist denn mein Cheesecracker hingekommen? Wieder fit? Sehr schön! Halt, warte! Gewinn! Ich verkaufe hier Alkohol! Dann morgen. Hallo! Hast du eine Hupe? Bitte? Hast du eine Hupe? Ich weiß nicht. Gestern hat er mich so dran erinnert. Er sieht aus wie der Monopoly-Mann nur mit Süßigkeiten. Monopoly-Mann nur mit Süßigkeiten. Was machst du mit der Kamera hier? Dich nerven. Wo kann man das nachher sehen? Auf YouTube. Was gibt's da zu sehen? Ganz, ganz, ganz viel Rasenmäherin. Danke für dieses tolle Gespräch. Rasenmäher-Trecker-Rennen ist voll am Start. Die machen gerade Geschwindigkeitsüberprüfung. Sie versuchen zumindest. Der TÜV macht das. Aber wir haben auch TÜV Dekra, TÜV Süd habe ich gesehen und. Ja, du fahrst. Maximal 25 km/h. Ich glaube, das Tempo wird nachher an der Theke ein bisschen höher sein. Ah, wir haben TÜV Süd, ist auch hier, aber die Jungs von der Dekra machen es halt einfach ein bisschen besser. Wie viele Tiere sind denn für diesen Traktor gestorben? 4 Tiere und 2 Säcke. Die Jungs machen es richtig, richtig gut. Ey. Ja. Rennen ist um 15 Uhr, Qualifying um 13 Uhr. Jetzt qualmt er hier die Strecke zu, es knallt auch ein bisschen. Ist hoffentlich jetzt kein schlechtes Zeichen, dass der Motor sich da in irgendeiner Form verabschiedet. Spektakulär sieht es aus, die Frage ist aber, ob das schnell ist. Und ob das Ding dann am Ende auch wirklich die 30 Runden überstehen kann. Ja, oh, Bestzeit auf der Strecke! Nummer 2, aber das war, glaube ich, nach dem Unfall gerade von der Startnummer 14 zu erwarten. Oh! Das ist so ein sofort für Sie da. Die Runde 11, die werden drin sein. Aber beim letzten Mal hattest du ja keine. Boah, oh, brutal, Alter. Hey, wie siehst du nur aus? Weißt du, was ich meine? Ja, er war gestern nämlich da hinten in der Kurve schon so steil und.
eine Minute und 9,18 Sekunden. All I hear, go get the money. So I go get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah, yeah, yeah. Shots in the tank, Aquaman with how I think. How many can step on the stage and say they taking their art to the bank? You pulling rank, boy, I'm sharp as a shank. E-Peace-Raum, 20 Runden. Sie fahren 10 Runden und nach der 10. Runde müssen Sie einen Fahrerwechsel vollziehen. Dear Drivers! Ja. Wie geht denn das richtig? Drivers, Engine. God bless our troops. No. God bless America. Ich wünsche euch allen eine sehr, sehr gute Fahrt. Bleibt fair miteinander. Haltet euch nicht die Köpfe ein. Und dann kommen wir zu den famous words. Timer. Drivers, start your engine! Let's go racing, boys and girls, und das ist ein super Start für den Start Nummer 6. Was sagst du? Ist geil? Ist einfach geil, das Rennen. Einfach geil. Favorit? Ja, ich glaube die Nummer 2. Wenn der so durchmacht, dann haut er das hier. Die junge Dame, die jetzt kommt, die Aussage war, sie muss nur durchhalten. Ja, ich glaube, das ist auch, könnte auch eine gute Taktik sein, weil die anderen gehen dann vorher kaputt. Der Redneck-Rasenmäher läuft nicht, der übrigens auch nicht mehr, aber wie es im Motorsport ist, dann nimmt da das Rad ab und schaut da drauf. Das ist mein Andenken an das Wochenende. Ich glaube nicht, dass das schneller ist als gerade. And moving through space and time! Ganz klar mein Favorit, die 8, weil die kann auch 100 Runden fahren, ohne dass was passiert. Ja, nochmal Nade. Ey, könnte das sein, dass ich im Urlaub eine Kette anhabe? Gar nicht, gar nicht. Ich glaube ja, ne? Überhaupt nicht. Wie lange fahrst du? Habt ihr Spaß gehabt? Ja. Kommt ihr wieder? War geil, auf jeden Fall. Bis dahin schon. Bis zum Überschlag, alles gut. Ach, du warst das? Ja. Man redet über dich. Hast du gefilmt? Ganz zwei. Leider nein. Oh. Aber wir haben... redet über mich? Ja, alle hier. Bei euch alles gut? Alles gut. Geht's so. Ja? Was habt ihr vorhin gesucht auf der Strecke? Das hier. Oh, cool. Das hat er... Das ist das Lenkgestell. Der läuft nachher wieder. Nächstes Jahr wieder? Nächstes Jahr auf definitiv wieder, aber der läuft nachher wieder. Der Ersatzteilspender. Das war das German Redneck Racing, kann man schon sagen. Das war das Rennen im Rasenmäher und sehr, sehr geil. Nächstes Jahr wieder größer, mehr Leute. Jetzt geht's zurück in die Halle und ja, Abendprogramm ist angesagt. Wie kommt man auf so eine Idee? Ah!
Wie kommt man auf die Idee? KMB. Ich bin KMB, es ist das offizielle Honda Racing Team von Deutschland. Und ich bin Mitglied da drin. Guck ab. Später. Und deswegen. Hau rein. Ciao. Mahlzeit. Mahlzeit. Habt ihr Spaß? Ja. Das ist sehr schön. Ja, warte, du musst aber auf Aufnahme drücken, ne? Okay, Achtung, Achtung, Achtung. Einen wunderschönen One Shot. Das sind unsere Swipper für heute Abend. Ah, 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 ah. German Redneck Race Weekend. Guck mal hier. Ah, macht der Max auch schön. Es ist schon wieder leer. Leer. Und boah, ja. Wie ihr merkt, so ein bisschen im Arsch. Zwei Tage, drei Tage ist es echt übel. Aber es war geil. Es war sehr, sehr geil. Hier war das Bullenfangen. Hier war die Bühne. Und wie gesagt, Camping Area. Und das Rasenmäherrennen. Boah, ja. Und jetzt bauen die ganze Theke ab. Wird alles in einen LKW gepackt, in 40 Tonner und wieder runter Richtung Ulm, Stuttgart. Ja, wir haben auch schon alles abgebaut. Genau. Das ist noch was, was Max mitnimmt, weil Max treibt im Tiergarten zwei Kioskbetriebe. Ja, ich halte mich von kurz, ich bin einfach im Arsch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.